Was mache ich zurzeit? Also ich mache zurzeit so eine Strukturierung von dem, worum es im Zen-Qigong geht. Also das ist im Yoga und im Qigong eigentlich auch so umfassend, bloß das wird nie so unterrichtet. Höchstwahrscheinlich aus dem, was ich dann mache. Also ich mache jetzt so eine Strukturierung, die ist so, also die gibt es in den Schriften auch, aber das ist, gibt es nicht, ne? Weil jeder Mensch ist verschieden und diese Einzelpunkte, die da drin vorkommen, da ist jeder auf einem anderen Fortschritt. Ich vergleiche das immer wieder mit diesem Pudelmützenbommel, also dass man wirklich je Topic immer so einen von diesen Strippen zur Mitte hat und dann ist man auf einer Strippe schon ein bisschen weiter und eine andere ist man weiter oben. So passt dann so eine Stufeneinteilung nicht für alle, aber dass man überhaupt so eine Struktur entwickelt. Das ist Winter. Winter ist für Struktur. Die wird dann wieder über den Haufen geworfen im Sommer. Aber damit ich mal irgendwie so ein bisschen einen Plan mehr mache. Also ich kann nicht von den Leuten vom ersten Moment erwarten, dass sie dieses Nicht-Selbst verwirklicht haben zum Beispiel. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht über den Rand springen und dann halt das total verwässern. Selbst wenn ich es quasi den Leuten sehr, sehr nahe komme, was sehr, sehr weit weg ist, wo es hingehen soll, dann darf ich mich da nicht drin verfangen und selber in die falsche Richtung abdriften. Also ich selber brauche auf jeden Fall auch eine Struktur, aber auch für die Leute, die dann dazukommen, dass man das strukturiert. Da bin ich dran, die Internetseite, da muss ich auch dran rumbasteln. Erstens gefällt sie mir nicht so gut und außerdem hat die noch ein paar technische Probleme. Also nicht nach außen sichtbar, sondern eben in der Fortentwicklung von dem Framework, was dahinter ist und so weiter. Also auch das ist wieder reine Technik. Außerdem brauche ich ein paar Fotos, die muss ich auch machen, muss ich zusehen. Also das sind so Sachen, die beziehen sich echt hier drauf. Und da das so umfangreich ist, fange ich quasi jetzt schon in Kladder an, ein Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, ob das je veröffentlicht wird, aber ich muss das um eine Struktur, die im Hintergrund Komplexität abbildet, muss ich die Komplexität selber auch mal beschreiben. Okay, wir sind ja fast pünktlich. Zu sich kommen, die Sequenz brauche ich auch. Dann das Drehen. Bei all diesen Sachen, wenn man die genauer betrachtet, die sind sehr läppisch. Es geht darum, von Mal zu Mal quasi immer weiter festzustellen, oh, das habe ich ja noch gar nicht verwirklicht quasi, noch gar nicht umgesetzt. Also man denkt dann, oh, das kann ich schon, fertig, weiter, wie geht's weiter? In Wirklichkeit, erstens gibt es kein Weiter. Also wenn man die Hauptformen, die wir hier machen, so ungefähr drin hat, dann geht es in erster Linie darum, bei sich zu bleiben und diesen Weg zu verwirklichen, des Lernens, immer interessierter zu sein an dem, wie fühle ich mich, was sagt mein Körper, was sagt mein Geist und da in Interesse und auch Mini-Erfolgserlebnisse mit zu haben, sonst geht es ja nicht. Okay, schütteln auf der Stelle, Spaghetti-Arme. Je nachdem, was ihr wollt, improvisiert damit auch. Es geht vom Groben zum Feinen, auch in der ersten Anfangssequenz. Und wenn ihr merkt, ihr wollt heute nicht stehen, ihr wisst das jetzt schon, dann steht ihr eben nicht, sondern macht weiter euer Qi wecken, wenn wir soweit sind. Ein bisschen hier rüber, so jetzt. Also wie gesagt, es ist wirklich, kann ich meine Handschuhe kurz mal ausziehen. Es ist wirklich angenehmer als die letzten 4 Wochen oder 6 Wochen sogar. Ja, weil es ist gerade unter Null, die Feuchtigkeit nicht mehr so beißend. Ja, das war die letzten Winter ja auch so. Ja, also wenn das unter den Gefrierpunkt ging, dann denken immer alle, oh, jetzt ist ganz schlimm und in Wirklichkeit wird es dann besser. Ja. Kann das leichter nicht aushalten. Das ist wieder das falsche Wort.
Also um sowas dreht sich das. Ne? Also das ganze Weltbild ist ein bisschen anders. Es gibt kein Ziel zu erreichen, sondern es gibt eine Zielrichtung, eine Intention. Und dazu gehört eben auch dieses Equilibrium, dieser Ausgleichsbereich, in dem man sich mit Essen, mit Schlafen, mit den Bewegungen und noch viel mehr und mit Meditation, wenn später dann, und mit Atemübungen langsam in ein gesundes, freundliches, aufmerksames, gelassenes Equilibrium, also einen immer fortdauernden Prozessablauf begibt. Also den Prozess, man selber mit seiner Umwelt langsam in wohltuende Bahnen führt. Harmonie darf ich nicht sagen, dann kommen wieder die Leute und sagen, Harmonie kann man nicht erreichen, es gibt immer Unharmonie. Ja, klar gibt's, aber es muss ich nicht kultivieren, uninharmonisch. Ich kultiviere harmonisch und wenn ich inharmonisch selber auch mal werde, weiß ich wieder zurückzukommen. Darum geht's. Schütteln aus der Stelle ist schon fast rum bei mir. Ich weiß, mein Knie möchte gerne irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Nichts Schlimmes, ne? Also wie immer, nichts Schlimmes. Mit Schlimmen geht zu den Spezialisten. Arzt, Therapeut und so weiter. Das hier ist weit, weit danach. Also viel subtilere Sache. Okay, dann Qi wecken. Zum Himmel entspannen, zur Erde entspannen. Vollständig einatmen. Vollständig ausatmen. Was ist dann euer Zeitgeber auch dafür? Mensch, wie kann man den Körperscan komplett übersetzen? Die Aufmerksamkeit durch den Körper wandern lassen? Überall mal hinfühlen, hinschauen? Ich vergesse sowas. Also am Anfang ist es ungeheuer wichtig, sich mit seinem eigenen Körper, mit seinen eigenen Gefühlen überhaupt erstmal anzufreunden. Ja? Deswegen auch diese Struktur, ich muss mir das, also dann ist das quasi auch ein Lernziel, eine Lernrichtung. Es ist ein Ziel, eine Zielrichtung. Ja, sich mit seinem Körper mehr anzufreunden und mit dem freundlich, aufmerksam, gelassen umzugehen. Den auch kennenzulernen. Das klingt alles sehr strange, ich weiß. Aber ich meine, das müsste eigentlich auch allen einleuchtend sein, dass wenn ich mich mit Körpergefühlen, also nicht nur Gefühlen, sondern wirklich den Körperrückmeldungen, mit meinen Gefühlen, mit meinem Geist auseinandersetze, dass ich daran besser werde, das festzustellen und natürlich auch besser werde im Umgang damit. Ja, das ist alles gar keine Esoterik oder sowas. Das ist wirklich, das war jetzt schon Wissenschaftssprech. Ja. Nur
Aber das ist so grundsätzlich, dass man sich eigentlich immer sagt, das kenne ich schon alles, da brauche ich mich nicht mit beschäftigen. Aber das macht euer Leben aus. Wie kann man die Motivation entwickeln, sich damit zu beschäftigen, wenn es keine akute Notwendigkeit gibt? Ich weiß es nicht. Das steht in vielen verschiedenen Schriften, dass das ein Problem ist. Dass man erst lernt, wenn irgendwas ganz Schlimmes ist. Schön wäre es ja, wenn man vorher lernt und dann gar kein Schlimmes auftaucht. Weil man gelernt hat, das wäre schön. Und so weiter. Also das ist ein ziemlich großes, ziemlich dickes Brett, was ich da bohren muss. Obwohl das, was dann überbleibt, so dünnbrettig daherkommt. Es geht einem erst darin auf, also freundlich, aufmerksam, gelassen, das klingt ja ganz nett. Aber wenn ich das den ganzen Tag über bei mir selber verwirklichen möchte, merkt man, das geht doch nicht so einfach. Und dann auch noch nicht zum Überklatschen, diese Freundlichkeit, so alles wegfreundlichen, sondern wirklich von innen. Und wenn ich ärgerlich bin, dann bin ich ärgerlich. Ja? Das Klatschen war nicht weg. Wir nehmen das wahr, stellen fest, was ist die Ursache und verändern die Ursachen. Klatschen nicht den Ärger weg. Wenn ich ängstlich bin, dann möchte ich was an den Ursachen der Ängstlichkeit, also was mich ängstlich macht, verändern. Wenn ihr wollt, noch ein wenig stehen wie ein Baum, bewegen wie ein Baum, aber jetzt ziehe ich meine Finger ein in den Handschuh. Und sehen die auch schön locker aus. Also meine, ich habe jetzt Fäuste hier drin, keine richtigen, so ein bisschen zusammengeknallt. Vollständig zum Himmel strecken, einatmen und entspannen nach unten. Lass den Körper in Bewegung sein dabei. Und inneres Lächeln entwickeln, kultivieren. Das heißt nicht, dass man immer lächeln muss nach außen hin. Das ist kurz davor, reicht schon. Außerdem, wenn ich manchmal bei den Videoaufnahmen sehe, wie ich aussehe, in Momenten, wo ich selber gedacht habe, dass ich lächle, also gerade bei den Meditationsaufnahmen, dann wundert mich, es sieht gar nicht nach Lächeln aus. Strange. Aber ich weiß, ich habe mich gut gefühlt und ich habe inwendig gelächelt. Das ist strange. Ich versuche jetzt meine Füße ein bisschen aufzuwärmen.
was soll es sein mit dem Baum? Aber auch wie jetzt, wie immer, nachspüren. Wie fühle ich mich jetzt ohne Geschichte? Wunderbar. Danke fürs Mitmachen. Lasst es euch gut gehen und entwickelt wie immer euer inneres Lächeln. Freundlichkeit ist auch nicht schlecht. Okay.